schon mal mit dem, fang jetzt schon mal mit dem Recording an und sag jetzt noch mal meine drei einleitenden Sätze, die dann können wir das ja gleich noch mal schneiden. Also genau, ich heiße herzlich willkommen zum dritten Termin unserer Reihe Bildung für nachhaltige Entwicklung und postmigrantische Gesellschaften, eine Beziehungsklärung. Heute mit dem Schwerpunkt auf Teilhabe und Repräsentation. Ich heiße ganz herzlich willkommen Carina Flores, die Inputgebende zum heutigen Termin. Und möchte dir das Wort übergeben, Carina, und freue mich jetzt sehr auf deinen Impuls. Ja, ganz schön. Vielen Dank nochmal von mir für die Einladung. Ja, willkommen auch heute zum den Input, Schlüsselbegriffe der postmigrantischen Gesellschaft mit dem Schwerpunkt Teilhabe und Repräsentation in Benin. Mein Name ist Karina und ich habe mich super Entschuldigung, du vorbereitet. bist ganz schlecht zu verstehen. Jetzt? Jetzt? Ist besser? Kleine Rückmeldung. Versteht Sie ihr ist mich? nicht ideal, aber ich kann es gut verstehen. Okay. Ich mache das Mikrofon noch mal ganz nah. Jetzt ist es besser, oder? Ich versuche. Genau. Vielen Dank. Wie gesagt, Teilhabe und Repräsentation als Schlüsselbegriffe in die BNE. Ich habe und ich möchte danach auch gerne anfangen mit einem kleinen Zitat von Chimamanda Ngozi Adichie, die sagt: Wir brauchen eine große Bandbreite von Stimmen, nicht um politisch korrekt zu sein, sondern weil wir genau sein wollen. Und ich glaube, dass diese Worte von Chimamanda kann schon auf den Punkt bringen, was wir mit Partizipation und was auch wir mit Teilhabe danach auch verstehen, dass eine ganz große Bandbreite von Stimmen, die auch möglich auch in unterschiedlichen Diskursen und in ganz konkreten nach heute zum Bene auch partizipieren können. Und ich beziehe mich immer auf das Wort Partizipation, weil ich finde auch ganz wichtig, auch von Partizipation zu reden, als eine aktive Prozesse, die auch stattfinden kann. Genau. Und verstehe ich danach auch Teilhabe eher auf einer Ebene, die auch in den Begrifflichkeiten mehr Zugänge hat, aber gleichzeitig auch in den Begrifflichkeiten auch eine passive danach auch Verständlichkeit bringen kann. Und von daher rede ich danach auch gerne immer wieder über Partizipation als von Teilhabe. Und in diesem Sinne, genau, was ist das eigentlich Partizipation? Wenn wir mal uns auch denken, ich glaube, jeder von uns hier im Raum konnte dann auch unterschiedliche Definitionen zum Thema Partizipation. Partizipation kommt vom Begriff her auf die lateinische Sprache und bedeutet an etwas teilnehmen, also etwas mitmachen, aber auch Beteiligung. Und ganz konkret bezeichnet denn da auch die aktive Beteiligung von Bürger und Bürgerinnen auch bei sogenannten Erledigung der gemeinsamen Angelegenheiten. Und diese gemeinsamen Angelegenheiten können auch politische Prozesse, aber auch Prozesse innerhalb von der Gesellschaft. Genau, politische Prozesse wie der Willensbildung, Wahlen und Referenden, aber auch in rechtlichen Sinne bezeichnet auch Partizipation die Teilhabe der Bevölkerung an Verwaltungsentscheidungen. Also ganz, ganz konkret, es ist ein ziemlich trockener Begriff, aber ich bin davon überzeugt, dass Partizipation mehr als das bedeutet. Es ist für mich eine Möglichkeit, aktiv sich in Prozessen einzumischen, sich dabei zu sein. Genau, das ist ungefähr, was unter Partizipation so verstanden bin. Es gibt unterschiedliche Modelle von Partizipation, die man auch betrachten kann. Aber vielleicht so im Vorab so die Frage, warum ist Partizipation wichtig für Benin, Bildung für nachhaltige Entwicklung? Ich werde
nicht auf die Geschichte von Bildung, von nachhaltiger Entwicklung eingehen, die viele von euch schon wahrscheinlich so eine Ahnung haben. Das ist ein Ge Begriff, die mittlerweile in die Geschichte danach auch gewandelt wurden, von den Umweltbewegungen bis zu den heutigen auch Bildungskonzepten, aber auch große Konzepte und Thema Transformation in die Gesellschaft. Und Partizipation spielen sich in Bildung für nachhaltige Entwicklung eine große Rolle, denn es ist eine von den großen Zielen von Benin. Also als Bildungsziel sieht er nach auch Partizipation im Sinne von Lernenden zu befähigen, sich an aktiven und selbstbestimmte Gestaltung in der Gegenwart in unterschiedlichen Prozessen, in unterschiedlichen Beteiligungsprozessen hin zu einer nachhaltigen Entwicklung zu gehen. Das heißt, das ist das oberste Ziel, die auch Benin sowohl auf der nationalen, aber auch auf lokaler Ebene und ganz konkret in die unterschiedlichen Benin-Strategien, die in den Bundesländern denn das gibt, also Beteiligung, Partizipation von Menschen in unterschiedlichen Ebenen. Aber es ist auch ganz wichtig im Sinne von einer Gesellschaft, die mittlerweile seit mehr als 40, 50 Jahren eine radikale Veränderung stattgefunden. Und es ist auch wichtig, weil die Gesellschaft in Deutschland kann auf unterschiedlicher Ebene bezeichnet werden. Eine von diesen großen Narrative und Bezeichnungsprozessen ist die sogenannte postmigrantische Gesellschaft. Und das ist eine Tatsache, dass Deutschland als postmigrantische bzw. als Einwanderungsland auch bezeichnet wird, sowohl empirisch, aber auch in der Realität, wenn man so auch in unsere private, aber auch berufliche Welt betrifft. Das heißt, die sich pluralistische und postmigrantische Gesellschaft, die eine Tatsache ist, bedeutet auch, dass unterschiedliche Zugehörigkeiten, nationale Identitäten, auch Partizipation und auch neue Aushandlungsprozesse dennoch auch aufrufen. Das heißt, durch dieses ganze plurale Teil von der Gesellschaft, diese Pluralität, in der wir mal aufleben, fordert uns heraus, auch neues Konzepten, neues Ideen zum Partizipation und gerade nach dem BNE und gerade in Bildungsarbeit auch uns neu auszurichten oder zu justieren, so wie da in dem Satz danach steht. Das heißt, Partizipation auf eine postmigrantische Perspektive ist auch ein zentrales Bildungsziel auch innerhalb von der BNE-Strategie. Ich habe schon vorher gesagt, es gibt auch unterschiedliche Partizipationsmodelle, Möglichkeiten, wie man sich danach auch vorstellen kann. Ich habe so hier eine Pyramide oder Partizipationspyramide von Straßburger und Riga. Das ist auch ein empirisches Forschungsfeld, in dem auch unterschiedliche Bereiche, den Sozialbereich analysiert wurden. Und da fand ich dennoch auch ziemlich ein gutes Bild geeignet, was wir dennoch auch, wenn wir mal über soziale Partizipation auch verstehen. Das Modell betrachtet zwei unterschiedliche Ebenen. Die eine ist die Partizipation auf den institutionellen und professionellen Perspektive. Also es ist in zwei Teile aufgeteilt. Die zweite Teil ist die Partizipation auf eine Bürgerinnen und Bürgerperspektiven. Und da sieht man dann auch in die Pyramide von unten nach oben unterschiedliche Etagen, unterschiedliche Ebenen, in denen man auch partizipieren kann, in denen Menschen sich in die Gesellschaft beteiligen können. Die untere Stufe von dieser Pyramide bezeichnen sie denn, dass die beiden Forscherinnen auch als Vorstufe der Partizipation, in denen es auch möglich auf unterschiedlicher Ebene Menschen auch in die Gesellschaft zu partizipieren, es sei denn, weil wir Informationen bekommen, es sei denn, weil wir auch Meinungs auch erfragen werden, wenn wir mal auf der institutionellen Ebene betrachten, es sei denn, weil wir auch Lebenswelt-Expertise danach auch einholen, damit auch
in den institutionellen Praxis, es sei denn eine Schule oder eine Organisation oder ein kleiner Verein auch einbeziehen. Auf der Stufe von Partizipation von Bürgerinnen auch und von den Menschen in die Gesellschaft, da gibt es auch drei unterschiedliche Vorstufen. Und dann peu à peu, wenn man in die Pyramide nach oben, dann, ich sage immer, verkompliziert sich danach auch ein bisschen die Partizipation, je nachdem, wie die Menschen auch ermöglicht wird, diese Partizipation zu gestalten. Und ganz konkret, wenn wir mal uns auf den individuellen Ebenen, das sind die sogenannte Möglichkeit an Entscheidungsprozessen, es sei denn zum Beispiel auf kommunale Ebene oder wenn wir mal auch ja, für einen kleinen Ort so Beteiligungsprozesse danach an schließen oder anstoßen. Genau. Auf der Ebene von den Institutionen, dann ist es auch in der Stufe von den Orange, die da auch dargestellt, die Mitbestimmung, wenn Organisationen auch sich öffnen und auch fordern die Gestaltung und die Mitbestimmung von anderen Perspektiven, so wie wäre denn das zum Beispiel auf einer Organisationsebene im Fall von Benin. Genau, man sieht danach auch in dieser Pyramide, die auf unterschiedliche Ebene. Je höher sind die Stufe, je nachdem, wie man das auch betrachtet, auch unterschiedliche Einschränkungen und auch unterschiedliche Ausschlussprozesse, die es gibt. Ich habe so heute, weil ich ja auch 20 Minuten nach Auszeit, werde ich mich auch auf zwei konkrete Beispiele beziehen. Die eine auf eine demokratische Partizipation und auch was konkret bedeutet für die Bildungspraxis bzw. für unsere Bene-Praxis und ein bisschen so ein Blick in die allgemein, aber auch da konkret in die Praxis einzugehen. Genau, Partizipation, Bene und demokratische Prozesse hat konkret damit zu tun, mit dem Wahlrecht, also das heißt, wer in die Gesellschaft die Möglichkeit hat, an Wahlrechten teilzuhaben und da mitbestimmen zu können. Dieses Wahlrecht ist immer noch in den deutschen Verfassungen auch ein sehr großes Privileg, die viele Menschen, die auf eine postmigrantische Perspektiven auch noch nicht haben. Und das habe ich dann noch ganz provokant und auch ganz bewusst noch als Privileg, denn wenn wir mal uns die Statistik auch ansehen, wer in diese Beteiligungsprozesse, wer kein Partizipieren in einer Demokratie, das sind auf dieser rechtlichen Ebene nur eine bestimmte Anzahl an Menschen. Das Wahlrecht ist definitiv ein deutsches Privileg, ein Privileg, die auch geknüpft ist auf eine Staatsangehörigkeit. Wir haben von den ganzen Menschen, die in Deutschland leben, ungefähr um den 18 Millionen Menschen, 14%, das sind ungefähr 10 Millionen Menschen, erwachsene Menschen, die in Deutschland leben, die dürfen nicht wählen. Das heißt, weil sie nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, dazu in diese 10 Millionen von Menschen zählen auch EU-Staatsbürgerinnen, auch Drittstaatsangehörigen. Das heißt, Menschen, die in diese Kategorie von Staaten auch so eingeordnet von den Strukturen, die nicht wählen können. Und wenn wir mal diese 10 Millionen auch nochmal unterdeklinieren, dann merken wir mal auch in der Statistik, dass auch ungefähr von diesen 10 Millionen, 4 Millionen Menschen können das wählen auf eine kommunale und auf eine europäische Ebene. Und das sind Menschen, die auch eine Einwanderungsbiografie haben und die gleichzeitig auch Mitglieder von der sogenannten Europäischen Union. Das heißt, von diesen 10 Millionen, 4 Millionen können auch wählen, aber nur auf einer Kommunalebene bzw. auf einer parlamentarischen EU-Ebene mitentscheiden, partizipieren, direkte Partizipation. Und den Rest, das sind ungefähr 6 Millionen an Menschen, die auch
Dritte Staatsangehörigkeit, die nicht eine deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, können definitiv nicht wählen. Unter diese 6 Millionen Menschen, das sind auch viele Menschen mit einer Einwanderungsbiografie, das sind viele Menschen auch auf postmigrantische Perspektiven, das heißt auch viele Menschen, die ab den in die dritte Generation, nachdem auch in den 90er Jahren die erste große, Entschuldigung, nachdem die erste große Einwanderungswelle denn auch in Deutschland. Genau. Das heißt, es gibt eine Menge an Menschen, die heute an demokratischen Prozessen ausgeschlossen sind. Umso mehr ist die Bedeutung von Partizipation, wenn wir mal von einer BNE, von einer Bildung für nachhaltige Entwicklung auf einer Demokratieebene denn sprechen, wie wichtig ist dieses Partizipationsrecht. Es gibt unzählige Institutionen, die sich mit diesem Thema auch beschäftigen, Organisationen. Viele davon sind auch eigene Initiativen oder Menschen, die sich auch einsetzen, dass dieses Wahlrecht auch ein bisschen geöffnet wird und somit auch eine Partizipation für Menschen mit einer Migrationsbiografie, postmigrantische Perspektiven und auch Menschen, die hier schon längst wählen. Genau, also von daher ist für mich das Wahlrecht ein klassisches Beispiel von Partizipation und gleichzeitig von Ausschlusskriterium, wenn wir mal auch auf diese demokratische Ebene betrachten. Das habe ich schon gerade gesagt, Partizipation und Repräsentation in Benin in Bezug auf demokratische Prozesse. Das sind 10 Millionen Menschen, die aufgeschlossen sind. In diesem Prozess umso wichtiger ist, wenn wir mal auch jetzt so in die kommunale, in den kommenden Jahren zum Thema Wahlen, denn da auch in Gedanken, wer darf denn da auch mitentscheiden und wer nicht. Und dieses wer darf und wer nicht, das beinhaltet auch den Komponenten von einem machtkritischen Gedanken, die auch wieder in unterschiedliche Praxis danach einzubeziehen zu sein und können einbezogen werden. Genau. Und das zweite Beispiel, die zweite große Ebene, die ich auch heute mehr mit euch in Gespräch gehen möchte, das ist die Partizipation und die Repräsentation in Benin, in der Bildungspraxis. Und ich habe so Praxis in Klammer, weil Benin ist so ein großes Feld, in dem man unterschiedliche Heranweise danach angehen, Bezug auf die Partizipation. Und ich möchte gerne in die Bildungspraxis, denn auf diese Praxis arbeite ich auch ganz schon viel hinaus. Und auch in den Diskurs, wenn wir mal über Benin reden, sind auch unterschiedliche Narrative, die unterwegs sind. Genau. Und diese Partizipation im Benin-Diskurs hat auch wieder auf einem auch Anti-Bias Ansatz, die auch gleichzeitig auch eine Diskriminierung, eine machtkritische Praxiskonzept ist, auch viel zu tun mit Privilegien, mit Macht und mit Diskriminierung. Und vor allem, welche Ausschlussmechanismus gibt es, die auch viele Menschen auch auf diese Partizipation-Ebene, wenn es geht um Bildungsprozesse oder um Bildungsveranstaltungen oder Bildungspraxis auch ausschließen. Das heißt, die Partizipation von Menschen in Benin, in der Bildungspraxis und im Diskurs hält viel davon ab, von Privilegien, von Macht und von den Diskriminierungserfahrungen, die viele Menschen danach in die Gesellschaft denn das machen. Und ich mache immer so, an dieser Stelle immer so ein ganz konkretes Beispiel, wenn ich denn auf meine eigene Biografie denn zurückgreife. Ich bin jemand, die in Deutschland 2020 einmigriert, zähle ich nicht zu dem Narrativ, zu dem postmigrantischen Gesellschaft, wenn man in die Theorie vielleicht viele Forschungsprojekte danach auch bezeichnet wird, aber verstehe ich mich als eine Stimme mit einer Migrationsbiografie. In dieser Migrationsbiografie besitze ich auch den großen Privileg, wählen zu können, weil ich ja auch die deutsche Staatsangehörigkeit zusammen mit meiner zweiten
Stadtangehörigkeit besitzen. Das heißt, auf dieser Ebene sind viele Menschen auch, auch privilegiert und deprivilegiert zugleich. Das heißt, Privilegien, Macht und Diskriminierung spielen eine große Rolle in der Möglichkeit zur Partizipation in Benin und auch in Bildungsprozesse, die auch mit Benin zu tun haben. In Bezug auf Diskriminierung, auch wieder so zurück auf meine eigene Biografie, da ich auch anderes gelesen oder in die sogenannte migrantisierte Kategorie auszähle, weil, wie ich danach auch gelesen werde, da erfahre ich danach einige Diskriminierung danach auch in die Gesellschaft. Also das heißt, Partizipation, Teilhabe hat viel mit diesen drei Ebenen zu tun. Wo stehe ich danach mit meiner eigenen Positionierung in die Gesellschaft, ist, was ich letztendlich auch machen kann. Genau, und ich möchte danach auch gerne nur auf einen ganz kleinen Bereich, was die Wirklichkeit angeht. Also das ist so, was ich bis jetzt so gesagt habe, auch ein bisschen die Ausschlusskriterien, wer kann und wer darf danach auch partizipieren, gekoppelt mit einigen Privilegien, wie zum Beispiel die Wahlrecht. Aber in die Wirklichkeit, und ich beziehe mich jetzt so auf eine konkrete. So, ist mein Bildschirm gefroren? Jetzt, genau. Die Wirklichkeit ist, dass wenn wir mal auch unterschiedliche Statistiken nach auch zählen oder auch in Betracht ziehen, und ich habe so hier nur einen kleinen Abschnitt, wenn wir mal uns auch den Afrozensus auch beziehen und auch ganz genau auf den schwarze Perspektive beziehungsweise schwarze Menschen oder BIPOC-Perspektive, wie man auch in den Diskurs auch gesagt wird, da sehen wir mal auch, das ist eine Menge an Menschen, die sich freiwillig und ehrenamtliche auch engagieren. Das sehen wir mal auch in das Bild, auch ganz schon viele Menschen partizipieren in der Gesellschaft. Das ist auch ganz andere Form von Partizipation, das freiwillige Engagement. Genau, viele davon in den sozialen Bereich, viele davon auch in den zweiten Balken, wie ihr danach auch seht, in den außerschulischen Jugendarbeit, auch Bildungsarbeit für Erwachsene, konkret Fall so wie ich zum Beispiel, wo ich auch partizipiere, auch auf dieser Ebene. Auch in Kultur und Musik gibt es eine Menge an Partizipation von Menschen, die auf eine schwarze bzw. auch BIPOC-Perspektive auch sich beteiligen. Das heißt, Partizipation auch, hat auch die Umkehrseite, dass es gibt viele Möglichkeiten zu partizipieren in Deutschland auf unterschiedlicher Ebene. Eine große Ebene Partizipation ist auch auf den Vereinebene, es sei denn auch so Projekte wie Anagen sich heute danach auch angedockt hat, wo viele Menschen mit einer Migrationsbiografie bzw. auch postmigrantische Perspektiven in dem Bildungsbereich auch tätig sind. Wenn man auf Organisationsebene betrachtet und wenn man konkret Vereine, NGOs oder ja, Träger auch guckt, je höher die Pyramide, denn je höher die Strukturebene, verschwindet sich dennoch auch ein bisschen diese Partizipationsmöglichkeit. Das heißt, viele postmigrantische Perspektiven, eine schwarze Perspektive, migrantisierte Perspektiven bleiben auf den, ja, auf den Mittel, fast unteren Bereich von der Partizipation, und das sind weniger sichtbar in die oberen Bereiche von der Gesellschaft, wie Politik oder auf Entscheidungsebene innerhalb von den Strukturen. Und vor allem auch innerhalb von den strukturellen Bereichen, wenn wir mal uns Vereine oder Träger oder Organisationen auch ganz genau betrachten. Das sieht ihr nach auch hier, auch in diesem Bild, die ich auch mitgebracht habe, wenn wir mal auch den Bereich Justiz danach auch sehen, das sind auch je nachdem, wo man beobachtet, die Partizipation auch ein bisschen weniger. Genau, das ist der Afrozensus, die wurde auch 2020 danach auch wieder nicht auf eine mit Unterstützung von den von Fördergeldern, aber auch
von der Zivilgesellschaft nach auch von viele schwarze Perspektive vorangetrieben. Genau, das ist so ein kleiner Abschnitt, wenn wir mal auch ganz andere Milieu oder ganz andere Bereiche in die Gesellschaft auch uns rauspicken, können wir mal auch fast mehr oder weniger die gleiche Art bilden, dass die Menschen partizipieren, gerade Menschen mit Migrationsbiografie und Menschen mit einer sogenannte postmigrantische Perspektive sind auch aktiv in die Gesellschaft. Genau. Aber was bedeutet denn nach Partizipative, was bedeutet machtkritisch und was bedeutet auch rassismuskritische Benennung in der Bildungspraxis? Und ich habe diese drei Begriffe, weil auch greife ein bisschen auf das, was in die vorletzte Veranstaltung aufgegriffen, dass was du gerade gesagt hast, trifft das Anti-Bias danach auch Konzept und da ist, wo ich auch aktiv bin. Da in dieser konkreten Ebene, wenn es geht um die Bildungspraxis, da gibt es unglaublich viel Handlungsbedarf in der Praxis, den wir brauchen, damit wir auch zu mehr Partizipation auch kommen, was wir auch in dem Bene als Leitbild auch haben. Also eine Transformation nach innen und eine Transformation nach außen. Nach innen, weil es geht grundsätzlich um die Auseinandersetzung mit unserer eigenen Positioniertheit in die Gesellschaft und wie wir uns selbst in unseren Netzwerken, in unserer Praxis Räume danach öffnen, damit auch andere Menschen partizipieren können. Das heißt, wir brauchen eine Auseinandersetzung mit den Ist-Zustand und den Ist-Zustand beziehe ich mich nicht nur als Individuum, sondern auch, wenn ich in einem Projekt oder in einer Organisation denn da arbeite, was sind die Ist-Zustände, wo stehen wir mal gerade in dieser gesellschaftlichen Öffnung beziehungsweise machtkritische und rassismuskritische Öffnung stehen. Auch ein Ist-Zustand, auch mit einer Orientierung nach außen, mit einer Orientierung, dass eine Öffnung nach außen im Sinne von Räume zu schaffen, die auch mehr Menschen partizipieren können. Und da ganz konkret, wenn wir mal auch im Bildungsprojekt unterwegs dabei sind, bedeutet das ganz genau gucken, wer sind unsere Zielgruppe, an wen richten wir mal unsere Angebote. In die Praxis und in viele Projekte, die ich auch in den letzten 3, 4 Jahren als Organisationsberaterin auch begleiten durfte, viele von den Angeboten, die im BNA auch gestaltet werden, werden viele Menschen aus der postmigrantischen Gesellschaft bzw. migrantisierte Menschen als Teil von Zielgruppe danach auch gesehen und nicht als Mitgestalter in dem Prozess. Also das ist so ein Prozess, der in den letzten Jahren sich gewandelt hat. Es gibt mehr Partizipation, es gibt mehr, aber immer noch gibt es eine große Diskrepanz zwischen den Menschen, die Bildungspraxis danach anbieten in Bezug auf die BNE und die Adressaten, an denen das kommt. Und wer sind die Akteure, die diese Projekte danach auch mitgestalten? Genau, also das heißt, Partizipation in dem konkreten Fall für die Bildungspraxis von BNE, es ist aus meiner Sicht gekoppelt mit einer Auseinandersetzung von machtkritischer und rassismuskritischer Perspektive. Genau. Und das ist ein Veränderungsprozess, es ist ein Prozess, der nicht abgeschlossen ist und die nicht von heute bis morgen, sondern gerade es ist ein Prozess und Prozessen brauchen danach auch Zeit, um sich zu verändern. Veränderung, es ist ein aktiver Handlungsprozess. Genau, und das sind auch in dem konkreten Fall, wenn wir mal auch in Projekten oder wenn wir mal in einer Organisation sind, brauchen wir mal unterschiedliche Ansätze, damit Partizipation ermöglicht wird. Und diese Ansätze sind nicht nur von oben, was man kennt nach Top-Down-Prozessen, sondern auch Bottom-Up-Prozessen. Das heißt, wir brauchen eine Kombination von beiden, von unten, wer laden wir mal ein, wenn wir mal ein Projekt mitgestalten und wer sind die Akteure, die schon in die Struktur sind, die auch diese Räume danach auch öffnen. Das heißt, wir brauchen eine unbedingte Einbeziehung von allen Beteiligten in diese Veränderungsprozesse, wenn wir mal auch
Veränderungsanstoßen wollen in Räume, in Bildungssetting und so weiter und so fort. Das heißt, das konkret bedeutet die Schaffung von Räumen, die Schaffung von Informationen, von Handlungsstrategien, indem wir mal uns ständig auf dieser Ebene auch reflektieren, wo gibt es auch Ausschlusskriterien, wo gibt es Menschen, die nicht teilnehmen können. Genau. Dieser kritische Reflexionsprozess ist auch ein Prozess, ich bezeichne persönlich auch ein Prozess, die von innen nach außen geht, denn es geht um die Auseinandersetzung mit meiner eigenen Positionierung innerhalb von den BNE-Struktur. Und das ist so, wie ich schon gesagt habe, das bedeutet auch ein langer Atem, bedeutet auch sich auseinandersetzen mit anderen Perspektiven. Und nicht die Perspektive nur als eine Perspektive, die ich mich hole heute, sondern wie öffne ich denn nach meine Projekte, wie öffne ich mich meine Settings, damit auch viele Stimmen auch teilnehmen können. Genau. Das heißt, partizipative, machtkritische und rassismuskritische BNE-Praxis in Bildungssettings, in Bildungsprojekten bedeutet grundsätzlich auch dieser Anti-Bias-Prozess, dieser Verlernprozess, die wir auch in viele Ansätze danach auch genannt wird. Verlernprozess, weil es ist tatsächlich eine Praxis, die viel zur Reflexion auch damit zu tun hat. Es ist eine lange Reise, es ist eine Reise, die nicht von heute bis morgen auch passieren kann, aber es ist auch nicht unmöglich. Dafür brauchen wir Menschen, die auch aktiv sein, die aktiv werden, die bereit sind, auch Räume zur Verfügung zu stellen, in denen auch andere Menschen auch teilnehmen können und auch partizipieren können. Wir brauchen auch Verbündete, Bünde sich auch aufbauen. Wir brauchen eine Struktur, so wie gerade diese Formatreihe, wo unterschiedliche Akteure sich auch partizipieren können. Und die müssen danach aufgebaut werden. Wir brauchen auch, wenn es geht, Ausschlussmechanismus, die es gibt, oder Rassismus, kritische Prozesse, danach auch ganz genau zu gucken, wo gibt es Struktur innerhalb von meinen Projekten, oder wo gibt es auch Struktur innerhalb von den Organisationen, die Menschen ausschließen. Wir brauchen definitiv in BNE eine Aufbrechung von Mustern, die auch schon veraltet sind. Wir brauchen hin zu einer Multiperspektivität, hin zu den Zugang zu einer unterschiedlichen Heranweisen auf ein einziges Thema. Und was das Thema dann auch da im Plakat steht, wir brauchen Pluralität, wir brauchen Diversität und wir brauchen diese Diversität und diese Differenz, weil wir genauso die Gesellschaft transformieren wollen. Und ein bisschen zurückzukommen auf unsere Zitat von Anfang. Das heißt, Pluralität und Diversität sollen eine Selbstverständlichkeit in unserer BNE-Praxis sein. Genau. Das heißt, ich habe so auch ein paar Fragen dann auch mitgebracht, die ich gerne mit euch in kleine Gruppe auch konkreter auch diskutieren und auch vielleicht im Plenum wieder aufbringen. Ich habe so ein paar große Fragen, dennoch offene Fragen, ganz bewusst dennoch auch so formuliert, damit ihr auch in die kleine Gruppe auf eure Projekte, auf eure Perspektive dennoch einbeziehen können. Und eine von diesen Impulsfragen, die ich auch mitgebracht ist, wenn ich dennoch auch Bildungsveranstaltungen, Projekte dennoch auch anbietenden BNE, das ist die Frage, welche Normalitätsannahmen stecken hinter den die Lebensweltbesuch, die ich auch versuche, dann nach einem Projekt einzubringen. Was glauben wir, wie lebt denn nach unserer Zielgruppe, wenn wir mal eine konkrete Maßnahme auch anbieten? Was sind unsere Vorannahmen? Welche konkrete Anknüpfpunkte bietet das Projekt oder die Bildungsveranstaltung oder was auch immer im BNE auch
betrachtet, auch für die Zielgruppe, die wir auch erreichen wollen, damit die Menschen auch partizipieren. Also was konkrete nach auch da wir anbieten können. Genau, was konkret anbieten, eine Information zum Beispiel, ja, wo gehen unsere Informationen, genau, wo werden denn nach auch veröffentlicht. Und dann noch eine dritte Frage, die auch, genau, das ist ein bisschen auch mehr große Frage, welche erläuternde Beispiele werden herangezogen, um das konkrete Thema, das konkrete Projekt nach außen zu illustrieren, was sind unsere Annahmen, die auch in unsere Projekte bzw. Bildungsveranstaltungen auch herangezogen werden. Sind die sich Beispiel auf den ästhetischen Raum, das heißt, arbeiten wir mal in einer großen Stadt, hat auch ganz schon wahrscheinlich nicht viel zu tun, was eigentlich ein ästhetischer Raum zu tun. Also je nachdem, wo wir denn aktiv sind, mit welchen Formaten denn auch, spielt eine große Rolle die Annahme, die wir auch im Kopf haben. Genau, und das auch ganz konkret, was eigentlich auch ganz praxisbezogen ist. Ob die sich, ja, die sich Annahme, die sich Beispiele, die wir auch immer so in Projekten, in Bildungssetting und in Bildungsveranstaltungen auch einbringen, ob sie für die Altersgruppe, die wir auch erreichen wollen, auch realisierbar sind. Genau, das ist so ungefähr so die Frage, die ich auch mitgebracht für die Reflexionsräume. Ihr seid eingeladen. Diese Frage danach als Muster danach für eure Praxis. Wir sind auch eine heterogene und auch unterschiedliche Gruppe mit definitiv unterschiedlicher Erfahrungsebene. Pickt ihr nach euch aus, was ihr danach für die Gruppe danach auch relevant ist in diese Fragen. Und ich lade danach euch aus zu diskutieren, wo sind die konkrete ja, die konkrete Praxis bezogene, die ihr denn nach aussieht. Anschließend würde ich auch gerne, dass wir auch in den Plenum auch nochmal ein bisschen auch diskutieren, aufgreifen, was eure Perspektive denn nach in die kleinen Räume denn nach auch war. Genau, das glaube ich schon, bin ich fast mit den 20 Minuten zu Ende. Ja, danke euch auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit und vielleicht bevor wir den so in den Blickraum eingehen, würde ich auch so ein bisschen so Zeit geben für Fragen, für Verständnisfragen oder Impulsen, Resonanz, die auf den Gruppe denn da kommen.